Was geht ab, ihr Paul Berger? Mein Name ist Cramix. Wir werden heute gemeinsam auf optische Illusionen reagieren. Das Video heißt auch Amazing Optical Illusions. Ich bin sehr, sehr gespannt, Leute, was wir da sehen werden. Man kann ja mit diesen optischen Illusionen so komplett im Kopf verwirrt werden. Ich würde sagen, lasst ein Like da, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und wir schauen direkt in das Video rein. Let's go, Leute. Okay, ein Helikopter, der landet oder startet. Hä? Hä? Das sah aus wie rückwärts gespult. Okay. Hä? Okay, jetzt bin ich maximum verwirrt. Warte mal, man denkt, er läuft jetzt hier quasi in so einem riesigen Kasten, in so einer riesigen Box rum. Dann merkt man, okay, diese Kugel da drin existiert nicht, da läuft er durch. Aber man denkt zumindest, dieser Rahmen hier existiert, aber da läuft er irgendwie auch drüber. Es ist einfach komplett krank gemacht, das ist hier auf den Boden und an die Wände irgendwie so drauf gemalt. Das ist übertrieben krank. Okay, warte mal, wir starren mal die Mitte an. Okay, das ist auch krass. Alter, weil die Würfel so quasi fallen, die drehen sich immer. Digga, ich dachte, er klatscht gerade. Voll dagegen, krass. Hä? Was? Man denkt, wenn man da jetzt diesen, ne, ist ja so ein umgedrehter Hocker oder so. Man denkt, das ist im Vordergrund und das ist im Vordergrund, ne? Aber dann das Stäbchen geht hier durch, also das heißt, es muss weiter im Hintergrund sein und das und die beiden sind eigentlich im Vordergrund. Also es ist Maximum Verwirrung. Oh mein Gott, und jetzt sind die auch noch, Alter. Okay, krass. Der, ey. Bruder, mein Kopf kommt nicht mit. Digga, mir wird einfach gerade schlecht. Das ist zu krank. Oh. What the fuck? Da haben die mit diesen Größenverhältnissen gespielt. Okay. Ja, auch krass, ne? Sieht so aus, als würde das Gesicht einfach rausschauen. Warte mal ganz kurz, was war hier dran jetzt gerade diese optische Illusion? Also, hä, war ich eben gerade so dumm, das zu checken? Ach, weil der Hintergrund aus dem Fenster gar nicht kleiner wird. Okay. Man denkt, das ist ein Würfler, was ist? Krass. Ah, was? Es war andersrum komplett gefaltet. Da ist ein Smiley. Da Augen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist cool, Leute. Ich glaube, das ist eine Uhr. Hä? Das müsste doch da runterrollen. Das ist doch so ein Haus. Wenn man, hä? Da, warum bleiben die genau auf der Mitte liegen? Alter. Zu krank. Okay, das sieht aus, als wäre das vereist. Oder ein unsichtbarer Schlauch. Das ist das Wasser! Was ist das für ein Wasser? Oh mein Gott, Digga. Also jetzt wird mir wieder komplett schlecht. Das soll... Sieht so aus, als würde ein Stock durch ein Fenster durchgehen. Aber wenn es sich dreht, dann weiß man nicht... Man weiß ja nicht, wo vorne und wo hinten war, ne? Was? Was? Das war gerade gemalt an eine Wand? Holy moly. Okay, das so mit Spiegeln und Lichter. Oh, shit. Okay, das ist cool. Aber das kann ich mir einfach erklären. Das ist halt immer wieder gespiegelt. Oh, Digga, jetzt kommt der Typ wieder. Das ist zu krank. Also das finde ich wirklich zu krank, ne? Man denkt sich, so normale Tischbeine, jetzt dreht das wieder seitlich und jetzt gehen die Beine wahrscheinlich wieder so, ja. Ich frage mich echt, wie das geht, dass man das aus einem Winkel, dass man einfach denkt, das wäre so normale Tischbeine. Geisteskrank.
Okay, was ist mit... Irgendwas mit den Treppenstufen muss jetzt sein. Hä? Oh mein Gott, das ist Mini. Man dachte, es wäre so ein normaler Ding. Okay, man sieht, das sind so aufgemalte Boxen. Ich finde, das sieht man jetzt schon so. Das ist so gemalt in dem Raum. Okay, das ist auf einer Häuserwand. Man sieht das. Das in echt, also so projiziert, das Bild an ein Haus in echt. Okay, fand ich jetzt nicht so krass, war halt so dran projiziert. Krass. Aber wie geht das? Keine Ahnung, wie das ging gerade. Okay, was macht er jetzt mit den Stiften? Was? Warum hat der das auf einmal anders gesehen? Also ich bin echt zu dumm für die meisten Sachen. Oh, krass, Haupt steht da jetzt. Okay, das Albert Einstein oder so, keine Ahnung. LOL. Oh mein Gott, man dachte davor schon, es wäre draußen. Aber es ist nach innen gewölbt. Krass. Okay, das ist so 3D-Zebrastreifen. Das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich cool, ja. Hä? Bruder, wie geht das? Das sind Flieger, das sind die Rotorblätter, aber hä? Warum sieht das so aus, als würden die so dran schweben? Ganz komisch. Das ist irgendwie so diese Fidget-Spinner-Optik-mäßige. Das sah aus wie ein Fidget-Spinner. Krank. Krank, Leute. Was? Und jetzt steht da... Jetzt steht da Lügen. Warte, ich muss mir das nochmal kurz anschauen. Guck mal, es sieht von vorne aus wie ein aufgemaltes Gesicht. Wie so ein gemaltes Gesicht. Und in die Einzelteile zersetzt, steht einfach Lügen. Okay, also hier denkt man jetzt quasi, das ist so quasi so eingedellt, ne? Ja, okay, das habe ich auch von Anfang an gesehen. Ja, okay, das hat halt was mit dieser tiefen Dinger zu tun. Das hatten wir auch mal in Bildende Kunst damals. Du machst einfach die Stellen dunkler, dann wirkt das halt einfach tiefer, klar. Ja. Yeah. Keine Ahnung, was das ist, aber es sieht krass aus. Okay, ist ein Ring. Hä? Es sieht aus, als würde der Ring immer kleiner werden. Oh, eine riesige Hot Wheels-Packung. Wo das Kind jetzt... Was? Das muss ja irgendwie auf dem Boden... Das muss auch irgendwie auf dem Boden gezeichnet sein. Ey, oh mein Gott, achtet mal auf das Dach. Wie es von vorne aussieht im Spiegel. Als wäre das, als würde es nach oben gehen. Das ist so krass, wie viel man einfach mit diesen Konturen und so machen kann. Ja, das. Ah, jetzt bin ich gespannt, wie das Teil aussieht. Wenn er es jetzt aus einem anderen Winkel zeigt, ist das wahrscheinlich wieder. Also wir merken uns quasi. Hier, das muss vorne sein und hier, das muss vorne sein. Weil da ist es ja quasi dahinter, dieser rote Ding. Ja. Krass. Saukrank. Hä? Lol, okay. Ich check zwar noch nicht so ganz, aber es ist irgendwie krank.
Ihr Gesicht sieht aus, wie als wäre es zerschnitten. Oh mein Gott, sieht das krass aus. Das ist ja schon so Make-up-Artist-mäßig. Oh. Okay, das ist auch nice. Ich weiß zwar nicht, was das sein soll, aber es ist cool. Ah, warte mal. Da war ich mal in so einem Museum, da hatten die auch so einen Raum. Das ist, weil das hier, die Ecke, es sieht zwar nicht so aus, aber die Ecke ist viel näher dran und höher. Und die Ecke ist weiter unten und weiter weg und tiefer hier. Deswegen ist der voll klein, der voll groß. Wenn die jetzt Zeiten wechseln, wird es andersrum sein. Wird der groß sein, eher klein. Obwohl man eigentlich denkt, dass sie im gleichen Raum stehen, so mäßig. Krass, da ist eine Rolltreppe. Aber man denkt nicht, dass da eine Rolltreppe ist. Oder? Hä? Was? Wie? Ey, dieser Typ soll mir bitte beibringen, wie er Treppen hochläuft. Wie macht er das, dass er so smooth Treppen hochläuft, dass es einfach so aussieht, als wäre er auf einer Rolltreppe so. Was? Das konnte ich mir jetzt aber tatsächlich schon denken. Das fand ich jetzt nicht so krass. Das konnte ich mir schon denken. Okay, warte. Warte, lass uns mal kurz überlegen. Wie könnte das funktionieren? Ich glaube, das muss ja auch so sein, dass... dieses Teil hier, das sieht so aus, würde es hier draufstehen, tut es aber eigentlich gar nicht. Aber wie ist das gemacht? Er fasst hier... extra so komisch dahinter. Irgendwie nicht hier unten dran, fast sehr direkt. Nein. Nein. Alter. Guck mal, wie ich es wusste. Ich habe noch gesagt, warum fasst... Normalerweise, wenn er auf der Seite sitzt hier, er sitzt ja hier auf der Seite, warum fasst er nicht direkt hier durch und zieht das weg, so außenrum? Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, man sieht das ja gar nicht, dass da so ein weißer Klotz steht. Wie krank ist das denn? Krank, ja. Alter. Okay, Leute, dann würde ich sagen, das soll es von dem Video gewesen sein. Schreibt mir gerne mehr Sachen in die Kommentare, auf die wir reagieren sollen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Peace, iCramix is out.